Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Kommt mir immer noch ein bisschen laut vor. Wartet mal. Breites Grinsen, freche Klappe. Das ist Stefan Raab. Genau, wartet. Es ist alles noch ein bisschen Fail, was ich hier mache, aber... So. Ja, willkommen zu einem neuen Let's Play. Schlag den Raab, das erste Spiel. Ich habe mir einfach gedacht, ich möchte mal wieder was so in der Trash-Richtung machen. Aber das, ich muss ehrlich sagen, so trashig finde ich das Ganze gar nicht. Ich würde sagen, wir lassen uns einfach mal überraschen. Gehen in die Show, ja. Der Spielstand wird nach jedem Minispiel automatisch gespeichert. Bedenke, dass dadurch auch dein alter Spielstand überschrieben wird. Genau. Wir spielen alleine, auf Schwierigkeitsgrad normal. Nun wird es Zeit für die Kandidaten hier. Auch heute haben wir wieder eine bunte Mischung parat, weil wir Ihnen, liebe Zuschauer, daheim die Wahl sicherlich nicht leicht machen. Ey, das sieht so geil aus, ernsthaft. Wen nehmen wir denn? Wen nehmen wir? Komm. Luise, eine Bibliothekarin, die hofft Nein. Ein Briefmarkensammelnder Finanzbeamter. Eine genau. Spannende Kombination dieser Gruppe. Wir sind ein Briefmarkensammelnder. Eine weitere Ausgabe von Schlag den Raab. Der Oppenhövel unterbricht mich die ganze Zeit. Das finde ich nicht gut. Ist auf jeden Fall schon mal nett aufgemacht und... Das erste Spiel des Abends ist... Ja, komm. Ach du Scheiße. Achtung, das ist nur was für gebildete Leute, dann kann ich es aber sofort verlieren. Es wird die Definition eines Fachworts vorgelesen und du darfst uns erhellen, welches Fachwort damit wohl gemeint ist. Steuerung. Okay, linke. Achso, mit den Tasten 1 bis 4, das ist aber auch eine komische Steuerung. Ihr gebt der Reihe nach euren Tipp ab, bevor die Frage aufgelöst wird. Wer zuerst 5-mal richtig gelegen hat, gewinnt. Georg darf uns gleich mal als erster erleuchten. Kleine Querstriche am oberen oder unteren Ende von Buchstaben bezeichnet man als... Gute Frage. Okay. Nein. Wir haben beide falsch gelegen, aber okay. Sollte klar sein. Sollte klar sein. Ich mach das. Wie gesagt, es ist so ein kleiner, so Guerilla-mäßig. Es ist einfach, ich wollte einfach was Trashiges machen. Und so kam ich jetzt halt auf Stefan Raab. Auf Schlag den Raab. Da gibt es 3 Spiele von. Und ich habe mir das erste jetzt mal geholt. Und ich werde mich überraschen lassen. Komm. Ihr gebt der Reihe nach euren Tipp ab, bevor die Frage aufgelöst wird. Wer zuerst 5-mal richtig gelegen hat, gewinnt. Jo. Georg ist dran. Einen gleichen Anlaut bei aufeinanderfolgenden betonten Wörtern bezeichnet man als... Einen gleichen Wortlaut bei aufeinanderfolgenden betonten Wörtern bezeichnet man als... Ein Synonym ist was anderes. Oder? Das Einzige, was mir was sagt. Muss ich ehrlich sagen. Ja, Alliteration. Ah, vielleicht mal was von gehört, aber okay. Wie es aussieht, könnte Stefan auch dieses Duell für sich entscheiden. Wieso auch? Ein anderes Wort für Haltung oder Einstellung lautet... Der nächste bitte. Attitude, es ist 4. Ja, ist klar. Ah, ist egal. 1-1. Bum, 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 knapper bum. Geht's nicht. Da dürfen die Definitionen ruhig etwas kniffliger ausfallen. Die Salze und Ester der Salpetersäure bezeichnet man als... Ich nehme einfach mal Laugen. Oder Nitrate. Ah!
Hätte ich doch mal Nitrate genommen. Egal. So bleibt es wenigstens spannend. Ich hoffe, ich bin nicht übersteuert bei dem ganzen Scheiß. Stefan lässt uns hier tief in seinen reichhaltigen Fundus an Fachbegriffen blicken. Bei dem ganzen... Medikamente, abgeschaltetes Schmerzempfinden, Reflexe und Bewusstsein bezeichnet man auch als... Geschafft. Ja, ich hoffe, ich bin nicht zu übersteuert bei dem ganzen Gelaber hier im Hintergrund. Sauber, ich bin dran. Was ein Scheißspiel. Knapper geht's nicht. Da dürfen die Definitionen ruhig etwas kniffliger ausfallen. Die Wissenschaft von der Gesetzmäßigkeit menschlicher Arbeit nennt man auch... Ergonomie, Ethik, Kreationismus, Ergonomie... Nimm einfach mal 4. Also ich habe keine Ahnung. Muss ich ehrlich sagen, die ganzen Fachwörter sagen mir überhaupt nichts. Da rate ich lieber. Da kann meinetwegen Stefan auch den ersten... Mal guck mal, keiner hat das Richtige. Doch, Ergonomie. Ich habe gedacht, Ergonomie wäre was anderes. Ne. Knapper geht's nicht. Da dürfen die Definitionen ruhig etwas kniffliger ausfallen. Boah. Gedächtnisschwund bezeichnet der Mediziner auch als... Und der nächste ist an der Reihe. Oh. Ja, super. Teilweise reagiert die Steuerung ein bisschen verzögert. Aber egal. 3-3. An wen geht das erste Spiel? Zur Behandlung der Kurzsichtigkeit mithilfe der Laserchirurgie bezeichnet man als... Layout ist es nicht. LASIK oder Läsion? Ich sag mal das erste. Ich bin mir nicht sicher. Ich sag A, also 1. Ja! Noch einer! Dann hab ich dich, du alte Fotze! Entschuldigung. Fachsimpeleien sind genau Georgs Ding. Georg. Wenn sich etwas ergänzt, dann ist es... So geht das. Fuck, komplementär. Ach, ja, jau. Nach. Sauerei sowas. Match. Knapper geht's nicht. Da dürfen die Definitionen ruhig etwas kniffliger ausfallen. Jetzt ist... Ein Kurzwort, das aus den Anfangsbuchstaben mehrerer Wörter besteht, nennt man... Allegorie, Akronym, Abandon, Akquisi... Ich sag einfach mal 3. Ich hab keinen Schimmer. Dann geht dieses Spiel halt an... Etiken Stefan. Komm, 25%ige Chance. So geht das. Toll, unentschieden. Knapper geht's nicht. Da dürfen die Definitionen ruhig etwas kniffliger ausfallen. Ja. Wenn eine Person leidenschaftslos und teilnahmslos wird, dann wird sie... Erst wenn alle abgestimmt haben, wird die Frage aufgelöst. Boah. Ich sag 4. Beide falsch. Ja, Sudden Death, ne? Es geht so lange, bis einer richtig liegt und der andere falsch. Knapper geht's nicht. Da dürfen die Definitionen ruhig etwas kniffliger ausfallen. Wörter, die eine gegensätzliche Bedeutung haben, nennt man auch... Gegensätzliche Antonymie, Akronymie... Synonyme ist einfach, ist eigentlich genau dasselbe. Also wenn zwei Wörter genau gleich sind und man sie nur halt anders nennt. So wie Arschloch und Idiot. Antonym, komm. Mehr als falsch liegen kann ich nicht, dann kriegt Stefan halt den ersten Punkt. Der nächste bitte. Aber... Alter, das ist doch nicht wahr. Hier wird so eine künstliche Spannung erzeugt. In der Chemie bezeichnet man Laugen auch als... Es wird der Reihe nach getippt, bevor wir die Wahrheit erfahren. Fuck. Jo. So geht das.
Sieht so aus, als hätte Stefan das Spiel gewonnen. Und Stefan holt den ersten Punkt. Tja. Und Stefan damit ganz knapp vorne. Kriegt Stefan Punkt Nummer 1. Ist nicht schlimm. Wir haben ja noch 14 Spiele. Zum nächsten Spiel. Ba-da-ba. Was? Ach du Scheiße. Jetzt kommt noch Erdkunde dazu. Ja, komm, ein Probespiel machen wir. Hier steckt der Reihe nach die Fahnen in die Karte. Wer dem Ziel am nächsten liegt, bekommt am Ende der Runde einen Punkt. Und wer als erster 4 Punkte hat, gewinnt. Ey, nein, ey, das ist doch schon wieder scheiße. Georg darf als erster die Fahne hissen. Südafrika. Ist reines Schätzen. Schon mal davon gehört? Ach so, sehr gut. Haben wir auf jeden Fall verstanden. Dann würde ich sagen, los. Reihe nach die ja. In die Karte. Wer dem Ziel am nächsten liegt, bekommt am Ende der Runde einen Punkt. Und wer als erster 4 Punkte hat, gewinnt. Wo befindet sich die alte Ruinenstätte Chichen Itza? Genau. Ruinenstätte Chichen Itza, ja. Mit Sicherheit irgendwo in Russland. Keine Ahnung. Das wird nix. Wo ist das? Ja! Haha, 22.000 Kilometer entfernt. Puh. Was für ein Ort wird wohl als nächstes gesucht? In welcher Stadt werden die Australian Open ausgetragen? Australian ist... Wo könnte das liegen? Sauber! Judas! Entschuldigung. Mann! Das Spiel verliere ich auf jeden Fall. Ich muss echt auch. Wo befindet sich der Hoover-Staudamm? Hoover. Wo befindet sich dieser Ort? Das klingt irgendwie kanadisch. Der putzt mich hier, ey. Kennt ihr diesen Ort? Aber immerhin. Sauber. Aber immerhin sind das jetzt die ersten Spiele. Das heißt, er hat nach dieser Runde 3 Punkte. Und wenn ich das dritte Spiel gewinne, steht es wieder 3-3. Wo befindet sich die Hauptstadt Südkoreas? Boah. Habt ihr eine Ahnung, wo das liegt? Südkorea. Was für ein Ort ist damit gemeint? Und vor allem, wo liegt er? Gewonnen. Sauber. Schon wieder verloren. Also er hat gewonnen. Und damit das zweite Spiel ebenfalls gewonnen. Sauber. Wenn es drauf ankommt, ist er knallhart. Stefan verbucht einen weiteren Sieg für sich. Und damit geht auch Spiel 2 an den Sack. Ja! Zwei Spiele sind gespielt, Stefan liegt 3-0 in Führung und wie es weitergeht, ob wir abgefertigt werden oder ob wir noch wieder rankommen mit dem nächsten Spiel, sehen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zugucken, ich hoffe euch gefällt dieses kleine Projekt und wir sehen uns dann, wie gesagt, beim nächsten Mal. Tschüss!